Okay, alles klar. Dann wollen wir mal. Ich danke für euer zahlreiches Erscheinen. Herzlich willkommen zu meiner kleinen Session über Progressive Web Apps. Mein Name ist Peter Kröner und ich bin der Webtechnologie-Erklärbär. Das heißt, das, was ich jetzt gerade mit euch veranstalte, ist das, was mein einziger Job ist. Ich fahre durch die Gegend und erzähle überall herum, wie das so funktioniert mit den Frontend-Technologien, HTML, CSS, JavaScript, der ganze Krams. Es gibt diverse Möglichkeiten, mein Tun online zu verfolgen. Besonders wichtig ist hier die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr zu den genannten Themen jederzeit Fragen hinschicken, wenn ihr mögt. Und dann probiere ich wirklich mein Bestes, um da einigermaßen zeitnah eine Antwort hinzukriegen. Je nachdem, wie viel ich unterwegs bin, klappt das mal besser, mal weniger gut. Es kommt halt eben drauf an. Außerdem könnt ihr das Problem, dass die Antworten immer langsamer kommen, dadurch verstärken, dass ihr mich über diese E-Mail-Adresse auch anheuert, dass ich vielleicht mal in eurer Firma vorbeischaue und sowas erzähle, wie zum Beispiel zu Progressive Web Apps in etwas weniger gehetzter Form, als das jetzt heute der Fall sein wird. Worum geht's? Es geht um Progressive Web Apps. Was zum Henker ist das? Naja, mehr oder minder bedeutet das eigentlich nichts. Das ist mehr oder minder ein Marketingbegriff. So ähnlich wie HTML5. Ne? Das bedeutete ja ursprünglich auch mal einen konkreten Webstandard, aber irgendwann meinte man damit einfach nur, das ist halt irgendwie modernes, schönes Web. Und mit Progressive Web Apps verhält sich das ziemlich genauso. Das ist eigentlich nur so ein Dachbegriff für verschiedenes Zeug, verbunden mit diversen Schlagworten, die irgendwie alle toll sind, von wegen Mobile First und Offline und so. Aber was bedeutet das denn konkret? Wie fühlt sich sowas an? Was ist eine Progressive Web-App. Dazu mal kurz eine kleine Demo. Das ist mein Hallo-Welt-Beispiel. Mein Hallo-Welt-Beispiel ist keine To-Do-Liste, sondern ein kleiner Währungsrechner, der mir sagen kann, was Währung A in Währung B wert ist. Und auf den ersten Blick sieht das aus wie eine ganz normale Responsive Web-App, ist jetzt hier in diesem Fall in Chrome auf Android dargestellt und sieht mehr oder minder normal aus. Die ist aber nicht ganz normal, da passiert nämlich was im Hintergrund. Ohne dass ich es mitkriege, habe ich mir hier neben dem JavaScript-Prozess, der jetzt hier in diesem Tab diese Applikation rendert, auch einen Hintergrund-JavaScript-Prozess eingetreten, ohne dass ich es weiß. Das nennt sich Service Worker und das arbeitet hier im Hintergrund, um diverse Funktionen bereitzustellen, wie zum Beispiel Push-Notifications und Offline-Betrieb. Also Offline-Betrieb, ich kann dieses Ding jetzt aufrufen, obwohl ich kein Internet habe, das kriege ich aber normalerweise nicht mit. Deswegen habe ich diese App noch so geschrieben, dass sie mir eine native Notification anzeigt, die mich darauf hinweist, dass jawohl, dieses Ding offline zu gebrauchen ist. Mit der entsprechenden JavaScript-API kann ich wirklich hier eine native Android-Notification anzeigen, die von denen, die von nativen Apps kommen, so nicht zu unterscheiden sind. Okay, jetzt ist das Ding also offline tauglich und ich weiß es auch. Trotzdem würde ich eigentlich nicht auf die Idee kommen, im Offline-Modus, wenn ich im Flugzeug sitze, meinen Browser aufzumachen und dann irgendeine Adresse einzutippen. Das geht zwar, aber das fühlt sich irgendwie falsch an. Deswegen eskalieren wir das Ganze hier noch einen Schritt weiter. Denn diese Web-App ist so aufgesetzt, dass, wenn ich sie intensiv benutze, was immer das auch heißen mag, sie mir einen kleinen Dialog anbietet. Oder genau genommen, der Browser macht das, wo er mir sagt, hey, willst du vielleicht diese Web-App dem Startbildschirm deines Telefons in dem Fall hinzufügen? Wenn ich sage, jawohl, klingt wie eine gute Idee, kriege ich auf dem Startbildschirm meines Telefons in diesem Fall, oder wenn ich jetzt auf dem Desktop wäre, irgendwo in meinem Startmenü in Windows oder so, ein kleines Icon. Wenn ich auf dieses Icon drauf drücke, was geht dann auf? Naja, natürlich der Browser, mit dem dieses Starter-Icon erstmals auf meinen Desktop gekommen ist. Das wäre jetzt also in diesem Fall Chrome. Allerdings weiß Chrome, wenn ich es über dieses Icon starte, dass es ja wirklich nur aufgerufen wurde, um diese Applikation anzuzeigen. Dann sagt sich Chrome, mei, dann halte ich mich halt eben zurück, versteckt sein eigenes UI und alles, was ich jetzt noch sehe, ist meine eigene App. Das Chrome-User-Interface ist gar nicht mehr da. Für das nicht besonders scharf schauende Auge sieht das also wirklich aus, als wäre es eine native App, weil das Ganze drumherum von Chrome oder jedem anderen Browser ist hier nicht mehr zu sehen. Wir haben also eine quasi native App gebaut, die ihr Leben angefangen hat als ganz normale Web-App und sind dann Stück für Stück mutiert zu etwas, was dann quasi nativ ist. Das ist letztlich die Quintessenz von Progressive Web-Apps. Wir bauen erstmal nur ganz normale, moderne Web-Apps, die sind responsiv, die sind sicher, die sind halt so, wie man es heutzutage machen sollte. Und dann rüsten wir sie mit ein paar Add-ons aus, die es möglich machen, dass diese Web-App mutiert, und zwar mutiert sie zu einer quasi nativen App, die also diese Fähigkeiten hat, die moderne normale native Apps haben, nämlich dass es offline-fähig ist, dass es ein Starter-Icon ist und diese ganzen Features wie native Notifications und Push und so weiter, die sind dann halt eben auch mit dabei, aber einfach nur Kraft HTML5, das ist eben, was ein moderner Browser so kann. Und wir gucken uns genau das jetzt mal heute an. Wir schauen mal, wie wir diesen kleinen Währungsrechner wirklich so bauen würden. Dabei geht es überhaupt nicht um das UI, das ist mir egal und das ist mir auch wirklich wurscht, ob ihr das jetzt mit Angular, React oder sonst irgendwie baut. In meinem Fall ist es JavaScript Spaghetti Code. Ist völlig wurscht, weil um das UI geht es nicht, es geht um diese Support-Funktion. Zunächst werde ich euch mal noch ein bisschen argumentatives Futter geben für diese Progressive Web Apps, weil ich kriege jetzt euch vielleicht davon überzeugt, dass das ganz cool ist, aber für die Erbsenzähler in eurer Firma sind vielleicht noch so ein paar Business-Kennzahlen ganz schön. Die werde ich mal hier liefern, so damit ihr ein bisschen da es leichter habt, die Leute davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Dann geht es in die konkreten Technologien. Wir fangen an mit Web-App-Manifest-Files. Das sind einfach nur JSON-Dateien, in die wir Metainformationen reinschieben.
Die sind dann dafür da, um ein Starter-Icon auf dem Desktop zu erzeugen und wie wir es hinkriegen, dass da was passiert, was wir voll nicht unter Kontrolle haben, aber was zumindest durch unsere Angaben inspiriert ist, schauen wir uns im Detail an. Dann kommt der JavaScript-Part, nämlich der Service Worker. Hier handelt es sich um einen kleinen Daemon im Hintergrund einer Web-App, in JavaScript geschrieben, der für Offline-Betrieb und viele andere schöne Dinge da ist. Der Service Worker ist für sich genommen nicht so irre kompliziert, aber man kann damit halt eben sehr komplizierte Dinge anstellen, weswegen das ein ganz spannendes Thema ist. Und weil 45 Minuten bei dieser Sprechgeschwindigkeit immer noch viel zu viel sind, habe ich mir gedacht, wir bauen auch noch Push-Messages ein. Sprich, wenn es neue Wechselkurse gibt, soll ich die nicht manuell requesten müssen, sondern die sollen per Push-Notification in meine Web-App reingeschoben werden. Das ist einfach nur ein weiteres Beispiel dafür, was der Service Worker noch so kann. Wie schon erwähnt, das Framework hier ist egal und ob ihr überhaupt eins benutzt, was ihr genau damit macht, ob das jetzt eine CMS-Webseite ist, die ihr damit ausrüstet oder eine neue fancy Angular-App, spielt alles keine Rolle. Es geht jetzt hier wirklich um diese Grundlagentechnologien. Also, auf geht's. Abgesehen von dem Coolness-Faktor, warum würden wir das machen wollen? Jeder, der schon mal in seiner Firma die Diskussion geführt hat, unser neues Produkt, machen wir jetzt nur eine Web-App oder machen wir eine native App oder vielleicht beides, ist bei so einer Kompatibilitätstabelle irgendwann angekommen, wo man genau sieht, die einen haben diesen Vorteil, die anderen haben jenen Vorteil. Und wenn man will, kann man natürlich auch irgendwie sich eine Hybrid-App bauen, die dann die Nachteile von beiden Spalten in einer Spalte vereinigt. Das will man aber alles nicht haben. Man möchte lieber etwas haben, was überall grüne Häkchen hat, insbesondere beim Punkt Installation. Das ist ja sowohl bei Native als auch bei HTML5 nicht ganz so einfach. Bei HTML5 gibt es keine Installation und bei Native, okay, muss man halt einen App Store navigieren, im Falle von Android und ähnlich fishy Sachen, eben doch diese ganzen Fake-Apps irgendwie aussortieren und wirklich nur sich den richtigen installieren und das ist alles ganz schrecklich anstrengend. Aber wir haben schon gesehen, wie wir das alles hinkriegen können, so dass die Spalte komplett grün ist. Wir nehmen einfach eine Web-App, rüsten sie mit dem gesehenen Installationsprozess aus und geben ihr die Fähigkeit, sich wie eine native App an den nativen APIs zu bedienen und auch offline zu funktionieren. Das ist jedenfalls der Plan. Natürlich wissen wir alle als Webentwickler in diesem Raum, dass wir dafür einen Preis zahlen und dieser Preis heißt halt eben, sich mit der Webplattform auseinandersetzen, JavaScript schreiben. Das ist natürlich alles sehr viel anstrengender, als in den schönen, vernünftig designten nativen Umgebungen unterwegs zu sein, aber niemand hat behauptet, das Ganze wäre einfach. Es geht halt hier wirklich darum, dass wir diese Mutation hinbekommen von einer Web-App zu etwas Nativen. Und das geht tatsächlich mit jeder beliebigen Browser-Betriebssystem-Kombination. Ich habe es jetzt gerade gezeigt mit Chrome auf Android, mit Firefox auf Android oder Chrome auf Linux hier in meinem Fall. Oder jeder anderen Browser-Betriebssystem-Kombination wird es auch so funktionieren. Neuerdings sogar auf iOS. Wir müssen halt nur unsere Definition von Funktionieren ein bisschen justieren. Dann läuft das da ganz wunderbar. Nochmal kurz gezeigt, auf dem Desktop geht es genauso. Hier der Währungsrechner, man sieht responsive jetzt hier mit so einer unglaublich informativen Seitenleiste in meinem Chrome auf Linux. Gleiche Geschichte, läuft offline, kriege ich aber nicht mit, poppt ein Dialog hoch, willst ein Starter-Icon haben, drücke ich drauf, kriege ich ein Starter-Icon. Im Startmenü wie auf dem Desktop, drücke ich drauf, geht Chrome auf, aber man sieht nichts mehr von Chrome, es ist einfach nur ein Container für unsere HTML-App. Also, egal welche Browser-Betriebssystem-Kombination ihr habt, das könnte zumindest theoretisch gehen. So, jetzt aber mal zum Argumentationsfutter. Hier ein paar schöne Zahlen. Also ich finde besonders die Statistiken von Twitter ganz gut, die mit ihrem neuen Twitter Lite es geschafft haben, dass die Leute über die mobile Web-App 75% mehr Tweets abfeuern. Das ist schon mal ziemlich bemerkenswert. Und Pinterest verzeichnet mit seiner Progressive Web-App im Vergleich zur alten Web-App 44% mehr Umsatz. Ich würde mal sagen, das sollte reichen, um die Erbsenzähler zu überzeugen, dass das hier ein spannendes Thema ist. Mehr solche Geschichten findet ihr auf pwastats.com, die sammeln so die Erfolgsgeschichten, wo die Firmen immer so bloggen, hier, wir haben das gemacht und das hat uns die ganze Kiste gebracht. Abgesehen von diesem groben Überblick, wie es sich so anfühlt, ist die Frage, wie funktioniert das tatsächlich, also was sind die Zusammenhänge und wie man hier sieht, ist es total einfach. Das meine ich ernst, das sind jetzt viele Pfeile und Blöcke, aber zu keinem Zeitpunkt sind alle Pfeile und Blöcke relevant, weil das hier sich über Zeit entwickelt. Fangen wir mal ganz klein an. Unsere Progressive Web App beginnt erstmal ihre Existenz als normale Web App, also eine HTML5-Seite, die wird vom Server geladen und im Browser angezeigt und das war's. Und das ist erstmal die gute Nachricht, weil wenn ihr eine Progressive Web App schreibt, wird die Minimum, egal wie old der Browser ist, so funktionieren. Also selbst wenn ihr da mit ältesten Internet Explorern oder gar Apple-Produkten beigeht, das wird immer da sein. Es ist immer eine Web App und alles, was jetzt dazu kommt, ist halt ein Add-on, das stört aber den Betrieb der normalen Web App nicht. Wie sehen diese Add-ons aus? Sie bestehen im Prinzip aus zwei Dateien. Wir haben einmal die Manifestdatei mit Metainformationen fürs Starter-Icon und wir haben den Service Worker. Der Service Worker ist ein kleines Schnipselchen JavaScript, das der Browser ausführt in einem extra Thread. Moderne Browser können das, es gibt diese Webworker, die nutzt man normalerweise für Number Crunching, aber der Service Worker ist ein extra JavaScript-Thread, der verbunden ist mit unserer Web-App im Browser und kann für diese diverse Dienstleistungen anbieten. Die wichtigste Dienstleistung, die dieser Service Worker anbietet, ist die eines Proxys, eines kleinseitigen Proxys. Jede Anfrage, die die Web-App jetzt an den Server stellt, wird nicht direkt an diesen Server übermittelt, sondern geht durch diesen Service Worker durch.
jede Anfrage. Wir müssen die Web-App dazu nicht umschreiben. Die Web-App glaubt weiterhin, sie würde mit dem Server reden. Aber tatsächlich leiten wir das Ganze durch diesen Service-Worker-Proxy. Und dort können wir Code schreiben, der verschiedene Dinge mit diesen Anfragen macht. Wir können die einfach nur durchleiten, wir können die filtern oder wir können die auch umbiegen. Umbiegen könnte man zum Beispiel die Anfragen in einen lokalen Datenspeicher. Denn der moderne Browser hat ja von diesen diverse am Start, sodass wir einfach sagen können, hey, wenn jemand zum Beispiel einfach nur unsere Framework-Datei, unsere Angular.js im Browser haben möchte, warum sollten wir die vom Server laden, wenn wir sie doch auch aus dem lokalen Speicher laden könnten? Sprich, unsere Abhängigkeit zum Server wird wesentlich weniger wichtig. Wir müssen da wirklich nur hin, wenn wir aktuelle Daten haben wollen. Also den aktuellen Fahrplan, die aktuellen Wetterdaten, die aktuellen Börsenkurse, sowas. Aber alles in allem spielt sich das Leben unserer App jetzt überwiegend innerhalb des Browsers ab. Aber da kommt ja noch mehr. Denn diese Manifestdatei enthält Metainformationen wie Icons, den Applikationsnamen und viele weitere Informationen, aus denen der Browser, so er kann und möchte, ein Starter-Icon generieren kann. Wenn wir da drauf drücken, passiert, was wir schon gesehen haben, nämlich der Browser startet in einem speziellen Modus, wo er nur die Web-App anzeigt, aber sein eigenes UI zurückhält. Das ist also unser Endzustand. Eine Standalone-JavaScript-HTML-Applikation, die den aktuellen Browser als Runtime benutzt, aber der Browser stört ansonsten dabei nicht groß. Es ist so ein bisschen wie Electron, nur dass wir nicht unsere eigene Runtime mitschleppen, sondern wir nehmen halt eben als Runtime für unsere App das, was gerade auf dem Zielsystem schon da ist. Und dann ist es eigentlich recht einfach und ja, das Gute ist, wir müssen die Web-App dazu halt eben nicht umbauen, denn dieser kleinseitige Proxy, der Service Worker, ist für die Web-App gar nicht wahrnehmbar, wenn wir da nicht extra Arbeit machen. So, und dieses schöne Prinzip setzen wir jetzt mal um mit unserem kleinen Währungsrechner. Der wird folgende Funktionen haben. Erstens die Add-to-Homescreen-Funktion, ne, damit wir halt eben unser Starter-Icon bekommen. Das Ganze soll offline funktionieren, aber trotz Offline-Betrieb wollen wir natürlich neue Kurse vom Server beziehen können, per Push und per Pull. Also wenn es neue Kurse gibt, sollen die zu uns geschoben werden, aber wir sollen die auch manuell requesten können, wenn uns danach der Sinn steht. Das bauen wir alles mal ein. Dazu brauchen wir die Manifestdatei, den Service Worker und ein paar weitere neue APIs, die wir uns jetzt der Reihe nach anschauen. Wir fangen an mit den Manifestdateien. Die sind ziemlich simpel, das sind nämlich eigentlich bloß JSON-Dateien, die wir mit so einem Link-Element hier in unsere Webseite einbauen. Diese JSON-Datei, diese manifest.webmanifest, enthält lauter Felder, mit denen wir dem Browser Metainformationen über unsere App anbieten und hoffen, dass er daraus was Sinnvolles macht. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass wir eine JSON-Datei haben und dann schreiben wir da rein den Namen unserer App. Und wenn wir das gemacht haben, schreiben wir da rein den Namen unserer App. Warum machen wir das zweimal? Naja, wir wissen nicht, auf welchem Browser-Betriebssystem-Kombination unsere App überall laufen wird. Möglicherweise gibt es eine Browser-Betriebssystem-Kombination, wo wir neben Starter-Icons lange Namen anzeigen, auf einem riesigen Bildschirm mit Windows vielleicht. Aber auf meinem iPhone mit wenig Platz und kleinem Bildschirm kann unter den Icons vielleicht nur ein kurzer Name stehen. Deswegen geben wir hier beides an, damit wir dem Browser die Auswahl bieten, dass er sich was Passendes herauspicken möge. Was es genau jetzt wird, haben wir nicht unter Kontrolle und ganz ehrlich, wir wollen das auch nicht kontrollieren. Wir wollen nicht für jede Browser-Betriebssystem-Kombination, die es da draußen gibt und die es jemals geben wird, eine extra Regel schreiben. Nein, das gute Andere-Arbeiten-Lassen-Prinzip greift hier. Wir bieten einfach Informationen an und hoffen dann, dass da was Sinnvolles bei rauskommen möge. Meistens ist das auch der Fall. Es gibt natürlich in diesem Manifest auch so ein paar Dinge, die handfeste Anweisungen sind. Also was ist zum Beispiel die Start-URL, die aufgerufen wird, wenn man auf dieses Icon drückt. Anderes ist mehr so ein frommer Wunsch. Zum Beispiel die Display-Eigenschaft. Mit der Display-Eigenschaft können wir den Browser höflich darum bitten, unsere App auf diese, jene oder solche Weise zu rendern. Zum Beispiel gibt es den Modus Standalone. Das ist der, den wir gerade im Währungsrechner schon gesehen haben, wo der Browser sein eigenes UI verbirgt. Fullscreen wäre zum Beispiel für Spiele ganz gut. Dann ist wirklich vom restlichen UI des Betriebssystems gar nichts mehr da. Und Browser wäre das normale Browser-User-Interface, was, wenn ihr eine Web-App habt, die mehr so webseitenartig ist, sowas wie Wikipedia, vielleicht die richtige Wahl wäre. Es ist aber nicht so, dass der Browser euch hier jeden Wunsch erfüllen muss, sondern je nachdem, was er leisten kann oder was er möchte, geht das oder geht nicht. Also Chrome zum Beispiel kriegt auf Linux und auf Windows ganz wunderbar den Standalone-Modus hin, aber auf Mac nicht, weil da geht das halt eben nicht. Dann gibt es halt eben das Browser-Interface. Er macht es halt eben so gut er kann. Dann kann man noch Farben angeben, damit der Browser damit irgendwie sein UI einfärbt, sofern es sichtbar ist. Manche Browser supporten das, manche nicht. Man schreibt es am besten mal rein. Und dann kann man Icons angeben. Bei Gottes Zorn kann man Icons angeben. Hier gilt das Prinzip, viel hilft viel. Also einfach möglichst viele Größen in möglichst vielen Dateiformaten möglichst auflisten, auf das irgendwie da was Passendes und möglichst Optimales bei rauskommen möge. Wie gesagt, wir wollen nicht für jede Browser-Betriebssystem-Kombination eine Extrawurst braten. Deswegen hauen wir hier einfach alle möglichen Infos rein und dann wird daraus schon was werden. Es gibt noch diverse weitere Felder, aber die sind mehr oder minder egal. Das hier sind die wichtigsten.
Wenn wir das da reingeschrieben haben, kann der Browser dieses Manifest nutzen, um sich irgendwie in das Betriebssystem zu integrieren. Und das kann erfolgen über dieses Starter-Icon. Das kann passieren, indem Chrome auf Android zum Beispiel sich so einfärbt, wie wir das gesehen haben. Aber es können auch so Dinge passieren, wie dass zum Beispiel Chrome auf Android und seine diversen Derivate wie Edge auf Android, was bloß ein Wrapper um Chrome ist, dass die hingehen und so einen Splash-Screen generieren. Der ist nirgendwo in den Spezifikationen aufgeführt, aber der Browser denkt sich, mal, wenn ich eine halbe Sekunde brauche, um die App zu starten, kann ich ja derweil diesen Bildschirm anzeigen, den ich auch aus diesen Metainformationen generieren kann. Andere Browser machen das nicht, es ist halt nirgendwo festgeschrieben. Diese Metainformationen sind wirklich nur so unser Angebot an den Browser hier, das kannst du alles nutzen, um dich zu integrieren. Es ist auch nicht so, dass ein Manifest automatisch dafür sorgt, dass solche Installationsdialoge kommen. Die kommen nicht automatisch und die kommen nicht garantiert. Die kommen dann, wenn der Browser es für eine gute Idee hält. Ihr seid jetzt zwar alle Webentwickler, aber ihr wollt trotzdem nicht in einer Welt leben, in der Webentwickler diesen Installationsdialog auslösen können, oder? Wollt ihr nicht, sonst spammt euch jede Seite zu. Deswegen macht es der Browser. Der Browser schaut, was macht der Nutzer mit dieser Web-App? Interagiert er mit der? Ist er fleißig? Bookmarkt er die vielleicht? Dann sollte es eine gute Idee sein, da diesen Dialog anzuzeigen. Wenn er hingegen das Ding nur einmal besucht und dann verschwindet und nie wiederkommt, dann sparen wir uns das lieber. Es gibt eine Minimalvoraussetzung für diese Installationsdialoge in der Praxis, das ist der Service Worker. Den sollten wir jetzt auch noch einbauen, damit wir halt eben unsere Installationsdialoge bekommen. Auf geht's, bauen wir einen Service Worker. Jetzt müssen wir JavaScript schreiben. Nochmal kurz zusammengefasst, wie das genau funktioniert. Wir haben erstmal unsere Web-App, die kommuniziert direkt mit dem Server, solange bis wir einen Service Worker mitschicken. Der manifestiert sich dann als extra JavaScript-Prozess in unserem Browser, fungiert da als Proxy, sprich jede Anfrage, die die App an den Server stellt, geht erstmal durch diesen Proxy durch. Und den können wir programmieren. Wenn unsere App zum Beispiel jetzt die CatJPEG requestet, können wir unseren Proxy so programmieren, dass der sagt, okay, CatJPEG, diese Anfrage leite ich einfach durch, hol mir die Katze vom Server und gebe sie an die Web-App weiter. Die App müssen wir dafür nicht umprogrammieren, die glaubt immer noch, sie würde direkt mit dem Server reden. Der Proxy könnte jetzt aber auch sagen, nee, komm Katzen, das ist mir nix, ich requeste jetzt einfach mal die DocJPEG und liefere die als Antwort auf die Anfrage nach CatJPEG an die App zurück. Dann requestet die App eine Katze und kriegt einen Hund. Ist jetzt nicht besonders sinnvoll, aber das ist halt eben, was man mit so einem Proxy anstellen kann. Wesentlich sinnvoller wäre es natürlich, diese Anfrage umzuleiten, nicht auf einfach eine andere Ressource im Web, sondern auf eine Ressource, die wir in einer lokalen Datenbank haben, damit wir halt eben Offline-Support haben und damit es halt eben dann, das ist der zweite Vorteil, instantan lädt, weil wir müssen halt eben keinen Web-Request mehr machen. Das ist so der Plan. Auf geht's, beschaffen wir uns einen Service Worker. Der Service Worker ist total toll, aber der ist wirklich das am wenigsten dringende Bauteil in eurer ganzen Web-Applikation. Deswegen lohnt es sich, den möglichst spät zu installieren, am besten dann, wenn die Seite geladen hat, deswegen hier im Load-Event. Dann müssen wir für die ganzen alten Browser noch eine Extrawurst braten, gucken wir mal nach, hat dieser Browser denn schon mal was von Service Workern gehört, so einen Feature-Test machen und dann geht's ans Eingemachte. Unter window.navigator.serviceworker.register können wir einen Service Worker registrieren. Wir geben hier den Pfad zu einer JavaScript-Datei an, die die ganzen Instruktionen für unseren clientseitigen Proxy enthält. Der wird dann runtergeladen, der Extra-Thread wird hochgefahren und alles installiert sich wunderbar. Das ist natürlich ein asynchroner Prozess. Das dauert eine gewisse Zeit, das ist ja ein Ajax-Request nach der Worker.js und so weiter. Das heißt, in einer normalen Welt müssten wir jetzt hier eine ganze Menge Callbacks schreiben. Aber zum Glück gibt es hier Promises, aber dann müssten wir eine ganze Menge Then und noch mehr Callbacks schreiben. Das ist alles nicht schön. Deswegen setze ich jetzt einfach mal voraus, dass ihr alle schon mal was von asynchronen Funktionen gehört habt. Das sind Funktionen mit dem Async vorne dran. In Funktionen mit dem Async kann ich dieses Await-Keyword nutzen. Das Await-Keyword sagt im Prinzip, rechts von Await steht ein Promise. Ich warte darauf, dass das ein Ergebnis liefert und erst dann mache ich mit dieser Funktion weiter. Solange wir auf einen Promise warten, ist diese Funktion pausiert. Nicht in dem Sinne, dass der Browser-Tab blockiert, sondern wirklich nur, dass diese Funktion kurz anhält. Längere Erklärung gibt es bei Bedarf. Erstmal belassen wir es hierbei. Einfach nur gesagt, dieses Await sorgt dafür, dass dieses Console-Log-Statement hier unter dem Navigator.ServiceWorker.Register erst dann ausgeführt wird, wenn auch wirklich der Service Worker runtergeladen und etabliert ist. Solange ist diese Funktion pausiert. Hey, keine Callbacks, wunderbar. Außerdem könnte natürlich jetzt irgendwas schief gehen, zum Beispiel die Service Worker Datei könnte nicht gefunden werden oder wir haben einen Parse-Error oder ähnliches. In dem Fall würde Await auf das Rejected a Promise reagieren. Das Promise würde sagen, nee, ich habe keinen Worker, hier ist die Begründung dafür, es gäbe einen Fehler. Und Await wandelt Rejected a Promises in eine Exception um, sodass ich hier einen Try-Catch drumherum bauen kann und quasi synchronen Code schreiben kann und mich nicht mit Callbacks rumschlagen muss. Alles wunderbar, alles schön und jetzt haben wir einen Service Worker. Und was macht der jetzt? Naja, erstmal nix. Im ersten Schritt ist er bloß ein transparenter Proxy und leitet alle Anfragen durch und tut erstmal überhaupt nichts. Wir können aber im Service Worker Code schreiben, der auf Ereignisse reagiert.
Das ist das Wichtige. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, hey, so ein Service Worker, einfach so ein heimlicher JavaScript-Prozess, den ich mir so en passant eintrete, ist ja ganz schön creepy, aber das Ding ist nur ein Proxy, das kann nur auf Events reagieren. Code außerhalb von Event-Händlern läuft nicht oder wenn er läuft, nicht besonders lange, bis der Browser sagt, nee, komm, ich leg den Prozess schlafen, es gibt ja gerade keine Events zu verarbeiten. Nee, Events sind hier das Wichtige. Und das erste wichtige Event ist das Install-Event. Das feuert dann, wenn der Service Worker sich zum ersten Mal in unserem Browser einlistet oder wenn es ein Update gibt. In diesem Install-Event hat dieses Event-Objekt eine neue Methode, die kennt noch nicht jeder. Das ist diese Wait-Until-Methode. Damit kann ich im Prinzip dem Browser sagen, das Install-Event dauert noch an, du kannst diesen Service Worker noch nicht pausieren, ich mache hier gerade noch was Wichtiges. Wir können das Ende des Installationsprozesses signalisieren, indem wir in Wait-Until ein Promise hineinstecken. Wo nehmen wir ein Promise her? Aus einer asynchronen Funktion am besten. Asynchrone Funktionen haben ja dieses Feature, dass man da drin Promises awaiten kann und sie returnen auch selber ein Promise, dann wenn halt eben alles in dieser Funktion abgearbeitet ist. Hier drin kann ich also jetzt meine Daten für den Offline-Betrieb abspeichern. Das ist wirklich meine Installationslogik. Was ich jetzt machen würde, wäre mir einen Namen zu überlegen für den Datenspeicher, unter dem ich jetzt meine ganzen Ressourcen ablegen möchte. Dann eine Liste von Ressourcen, die ich gerne gespeichert hätte, also meine Startseite, Script, Styles und Rates.json, also die Wechselkurse. Und die schaufel ich jetzt alle in meinen Offline-Cache rein. Das geht so, dass ich in der Installationsfunktion den Cache aufmache mit der gewählten Versionsnummer. Sollte es den Cache schon geben, wird er verwendet, gibt es ihn noch nicht, wird er neu angelegt. Und dann schaufel ich einfach alle meine Ressourcen in diesen Cache hinein mit der passend benannten Methode addAll. Ihr seht, da sind überall so Awaits und so drin. Das sagt halt nur, dass das asynchrone Prozesse sind, aber dank der asynchronen Funktion muss uns das nicht kümmern. Wir brauchen keinen einzigen Callback. Und damit hätten wir jetzt unsere Installation geschafft. Es gibt noch ein Activate-Event, das dann feuert, wenn der Service Worker wirklich jetzt hier die Kontrolle übernommen hat und seine Proxy-Funktion wahrnimmt. Aber erstmal haben wir damit unsere Web-App offline installiert. Ist jetzt natürlich die Hello-Welt-Basic-Variante, aber man sieht schon vom Prinzip her, unglaublich kompliziert ist das jetzt nicht. Ne? Install-Event passiert, ich schiebe Zeug in den Cache, Ende Geschichte. Super. Und was machen wir jetzt? Naja, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Wir haben es jetzt geschafft, Dateien in den Cache zu legen. Nochmal kurz bebildert. Unsere App geht zum Server, sagt, gib mal Datei. Server sagt, okay, hier hast du die Index.html und übrigens, hier gibt es einen Service Worker dazu. Der Browser geht hin, fährt den Service Worker hoch. Der Service Worker hat einen Install-Händler, der sagt, ich muss diverse Ressourcen in meinen Offline-Cache legen. Also macht er die entsprechenden Requests, kriegt die entsprechenden Responses, schiebt den ganzen Kram in den Offline-Cache. Das Problem ist, da liegen die jetzt und da liegen sie ganz gut. Die müssen jetzt aber noch da wirklich auch raus, damit wir Responses aus diesen Dingern konstruieren können. Wie machen wir das? Mit einem weiteren Event. Oh Wunder. Im Service Worker gibt es neben dem Install-Event und dem Activate-Event auch das Fetch-Event. Das Fetch-Event feuert für jeden Request, der aus der App heraus gestartet wird. Hier drin können wir also jetzt abwickeln, wie wir denn auf eine Anfrage reagieren möchten. Auf diesem Event-Objekt gibt es die Methode ResponseWith. Ihr ahnt schon, was ich da reinschieben muss. Richtig, ein Promise auf eine Response. Eine Response ist einfach eine Ressource aus dem Cache oder eine Ressource, die ich mit der Fetch-Funktion aus dem Web geholt habe. Das heißt, wenn ich jetzt etwas bauen möchte, das hier Antworten liefert, baue ich mir wieder eine asynchrone Funktion namens HandleFetch und kramme mir dann einfach die für den anliegenden Request relevante Ressource aus meinem Cache raus. Und das sieht dann so aus. Ne? Also nimm halt den Cache und gib mir die Ressource, die auf den aktuellen Request matcht. Und dann bin ich fertig. So, wie gesagt, Hallo-Welt-Variante ist jetzt nicht irgendwie mit Bells und Whistles und so, aber funktioniert im Prinzip. Jetzt machen wir noch einen Reload, damit der Service Worker wirklich sagen kann, ich habe mich jetzt wirklich auch manifestiert, ich nehme jetzt meine Proxy-Funktion wahr und dann sollte das jetzt funktionieren. Die komplette Live-Demo mache ich am Ende, weil ein bisschen wenig Zeit. Wenn ihr mir jetzt glaubt, dass das alles soweit funktioniert, dann haben wir jetzt Add-to-Home-Screen, wunderbar, und wir haben Offline-Betrieb hergestellt, was ganz super ist. Also im Prinzip ist das die Progressive Web App unserer Träume, oder? Nee, nicht ganz, weil da oben in der Ecke gab es ja noch diesen Button Refresh Rates, mit dem ich neue Wechselkurse vom Server holen soll. Das Problem ist aber, wir haben unseren Fetch-Händler jetzt ja so gebaut, dass der jeden Request annimmt und dafür eine Response aus dem Cache rauskramt. Sprich, unter keinen Umständen gehen wir jemals wieder zum Server, selbst wenn wir es wie hier eigentlich möchten. Ja, das ist doof. Wie reparieren wir das jetzt? Ist ganz einfach. Wir bauen halt Ausnahmen in unseren Fetch-Händler rein, weil ist ja nur JavaScript. Wir können das halt so programmieren, wie wir wollen. Es gibt keine Regeln, das ist halt einfach nur beschränkt durch unsere JavaScript-Fähigkeiten. Also machen wir das mal so und bauen in unseren Fetch-Händler eine Ausnahme ein. So ganz simpel. Das ist unser Bestandscode, der also einfach sagt, hey, geh zum Cache und kram die passende Ressource raus und jetzt baue ich da mein fancy Routing ein. Ganz, ganz sophisticated. Achtung, festhalten.
Also wenn die Request-URL zufälligerweise mit latest.json und refresh-true endet, dann mache ich was anderes, dann greife ich halt eben nicht einfach in meinen Cache und hole die Ressource raus, sondern ich gehe ins Web. Das mache ich hier mit der Fetch-Funktion. Die Fetch-Funktion geht auch wirklich aus dem Service-Worker raus ins Web und holt sich von da eine Ressource. Das ist dann hier diese Response. Die Response, naja, die kriege ich dann, wenn tatsächlich dieser Fetch, also dieser Request, meinen Computer verlässt. Sollte ich mein Netzwerk abgeschaltet haben, schmeißt Fetch eine Exception, deswegen dieser Try-Catch-Block drumherum. Sollte also ich hier keine Response kriegen, sondern sollte irgendwas schief gehen, kann ich im Catch-Block sagen, was will ich denn machen, wenn ich nicht ins Web gekommen bin? Dann würde ich in meinem Fall sagen, dann falle ich auf den Cache zurück. Also, ich gehe immer in den Cache, außer für latest.json mit refresh true hinten dran. Dann probiere ich es mit dem Web. Sollte das nicht klappen, falle ich wieder auf den Cache zurück. Also so mit schön Fallback drin. Jetzt ist es aber so, Fetch hält es für einen Erfolg, wenn es zum Server gekommen ist und sich dort eine Klatsche abholt nach dem Motto 404 oder sowas. Weil ich bin ja zumindest zum Server gekommen und habe eine Antwort bekommen. Wir müssen natürlich jetzt noch gucken, ob diese Response auch wirklich taugt. Nur wenn die Response okay ist, also response.okay ist ein Boolean, der dann true ist, wenn die Response einen Statuscode mit 2 am Anfang hat, dann passt das schon. Sollte das nicht der Fall sein, können wir im Else-Block einfach eine Exception schmeißen, um wieder in unseren Catch-Block zu kommen, um wieder auf den Cache zurückzufallen. Alles einigermaßen klar? Also, für alle Ressourcen gehen wir in den Cache, außer für latest.json, da gehen wir ins Web. Wenn es dann klappt, wenn es nicht klappt, gehen wir wieder zum Cache. So kriegen wir auf jeden Fall eine Antwort, wenn wir diesen Request starten. Und damit könnten wir jetzt fertig sein, aber ich denke mir, nee, da können wir noch einen draufsetzen. Weil, wenn wir jetzt dieses Ding soweit gebaut haben, requesten wir neue Wechselkurse vom Server und können die auch anzeigen, die kommen ja dann an. Nur dann liegt ja in unserem Offline-Cache immer noch die alte Version, die ist dann ja veraltet. Also gehen wir hin und bauen noch eine Funktion da dran, die dann sagt, wenn ich ohnehin schon ein Update mir geholt habe, kann ich auch gleich den Cache updaten, damit der beim nächsten Neuladen der Applikation auch die dann aktuellen Kurse zeigt. Und in dieser Funktion, updates-rates-cache, gehe ich dann hin und mache mir einen Klon von der Response. Response-Objekte sind Single-Use, fragt nicht warum, es ist halt eben so und schiebt die dann geupdatet in den Cache, return das Ganze, damit ich mir dann halt eben sicher sein kann, dass dieser Prozess dann auch als abgeschlossen anerkannt wird. Also ich cache das sozusagen opportunistisch nach. Und das kann man jetzt so machen, das ist vielleicht jetzt für mich die mir dann gerade ideal erscheinende Lösung, aber ihr seht, dass man diese Strategie, wie handle ich diesen Request nach Ressourcen und wie gehe ich da mit meinem Offline-Cache um, dass man das sehr individuell gestalten kann, je nachdem, was eure Anforderungen gerade sind. So, jetzt ist es schon besser. Wir haben also Add-to-Homescreen und wir haben Offline-Betrieb mit aber einer Ausnahme für die Abfrage von neuen Wechselkursen, die wir dann aber auch noch gestalten können, sodass wir dann halt eben eine Cache-Aktualisierung haben. So, jetzt ist alles ganz gut, aber ich wüsste noch etwas, was wir aus dem Web kriegen müssen, nämlich Updates. Was ist denn, wenn wir Version 2.0 ausrollen wollen? Wie geht das denn? Geht eigentlich ganz einfach, wir ändern die Worker-Datei und der Rest geht von selbst. Denn obwohl wir glauben, jetzt etwas gebaut zu haben, was offline funktioniert, wo wir im Prinzip niemals mehr das World Wide Web betreten, außer für unsere Rate-Refreshes, ist das nicht ganz so. Denn der Browser geht mindestens alle 24 Stunden mal hin und guckt auf dem Server, ob die Worker.js, die dort liegt, gleich ist wie die Worker.js, die er gerade vorliegen hat. Sollten die Byte ungleich sein, triggert er ein Update. Das heißt, wenn wir ein Update auslösen wollen, dann gehen wir hin und haben zum Beispiel unsere Cache-ID, die wir ja vorhin gesehen haben, und machen aus der Version 1 eine Version 2 und das reicht schon, um den Update-Prozess auszulösen. Der Update-Prozess sieht dann so aus, dass wir erstmal unseren alten Service-Worker haben, der unsere, in dem Fall hier, zwei Tabs, zwei Instanzen unserer App kontrolliert. Der Browser geht trotz des Service-Workers hin und wieder mal zum Web und fragt, gibt es eine neue Version vom Worker? Sollte die Antwort positiv sein, sagt sich der Browser, na wunderbar, dann installiere ich jetzt mal Version 2.0. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr vor eurem Firefox sitzt und weiter surft, während der im Hintergrund ein Update installiert. Das ist auch das gleiche Problem. Ihr sitzt so lange vor der alten Version, bis ihr einmal alle Fenster von der alten Version zugemacht habt. Hier sieht das genauso aus. Dieser alte Worker hat jetzt also seinen Nachfolger schon neben sich stehen, aber solange der noch Clients kontrolliert, bleibt der Nachfolger inaktiv und bleibt in Warteposition. Und ein Reload reicht auch nicht. Man müsste wirklich jetzt hier einmal alle Tabs schließen oder da drin eine Navigation durchführen, um dafür zu sorgen, dass der alte Worker keine Clients mehr kontrolliert. Dann denkt er sich, okay, ich habe nichts mehr zu tun, mein Nachfolger steht schon bereit, ciao Kakao, der neue Worker ist bereit, den Laden zu übernehmen. Wenn wir jetzt eine neue Instanz unserer App aufmachen, wird die kontrolliert von dem neuen Worker und es gibt ein Activate-Event, in dem wir dann unsere Migrationslogik, sofern wir welche brauchen, abfeuern können. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los, denn der Browser fragt wieder, gibt es eine neue Worker-Datei und so weiter. Das ist der Update-Prozess, einmal ganz grob in Bildern.
Ich will da jetzt drauf nicht groß weiter eingehen. Das ist einfach, was ich jetzt gerade erklärt habe, dieser ganze Lifecycle des Service Workers. Das sieht jetzt nach ziemlich viel aus, aber es ist nicht so irre komplex, wie man es meinen könnte. Komplex wird es halt eben dadurch, dass wir da drin unsere eigene Händlerlogik schreiben und dass wir sagen, diese Ressource soll so behandelt werden, jene Ressource soll so behandelt werden. Also die Basic API ist relativ einfach, aber es gibt halt eben schwierige Probleme zu lösen und deswegen ist es mit dem Service Worker Code nicht ganz unknifflig. So, wir haben noch fast eine Viertelstunde, meine Güte, viel zu schnell. Lass uns doch mal eben schnell Push Notifications implementieren, weil warum nicht? Weil wir jetzt ja hier eine Konferenz sind mit nicht zuletzt Webentwicklern, ist vielleicht nicht jedem klar, wie das mit den Push-Notifications eigentlich funktioniert. Deswegen mal kurz eine Basic-Erklärung, dann seht ihr auch, warum es mit der Webentwicklung gleich nochmal ein bisschen schwieriger ist. Folgendes Szenario. Tun wir mal so, als wären wir Facebook und hätten hier bei App unseren Facebook Messenger und bei dem Server unseren Facebook.com Server. Und jetzt schickt mir jemand eine Nachricht. Jemand schickt mir eine Nachricht, aber ich habe meinen Facebook Messenger gar nicht auf. Trotzdem kann mein Telefon mir sagen, X hat dir gerade eine Nachricht geschickt. Wie funktioniert das? Naja, diese Nachricht, die an mich geschickt wird, wird ja eigentlich zum Facebook Server geschickt und der stellt das dann an mich zu. Geht aber nicht, solange ich die App nicht offen habe, aber Facebook weiß, dass ich bei ihm registriert bin mit meinem Gerät so und so. Zum Beispiel jetzt mit meinem iPhone. Und dann kann der Facebook Server hingehen und kann eine Nachricht zu Apple posten. Apple kann mein Gerät aufwecken und mir diese Notification anzeigen. Also über den Umweg des Herstellers kriege ich diese Nachricht zugestellt, selbst wenn die App, an die das adressiert ist, bei meinem Telefon gar nicht offen ist, ich also gerade keine richtige Verbindung zu Facebook habe. Das ist die Idee dahinter und das geht auf diese Art und Weise total gut, wenn ihr wisst, dass ihr zum Beispiel eine iOS-App schreibt, weil dann wisst ihr, wenn ihr euren Server baut, ich muss meine Nachricht an Apple pushen. Und wenn ihr eine Android-App baut, wisst ihr, super, ich muss meine Nachricht zu Google pushen. Und was macht ihr, wenn ihr eine Web-App baut? Da kann ja jeder mögliche Browserhersteller mit jedem möglichen Gerät daherkommen, an wen schickt ihr dann eure Nachricht. Ist aber kein Problem, das kriegen wir hin, indem wir einfach hier noch ein paar mehr schwarze Boxen einbauen. Dann wird es ganz einfach. Der Prozess ist jetzt nämlich der folgende. Meine Web-App geht erstmal zum Browser und fragt so, sag mal Browser, wenn ich jetzt Push-Notifications empfangen möchte, wo müssen die eigentlich hin? Der Browser sagt dann zum Beispiel, ich bin jetzt ein Chrome, um mir eine Nachricht zukommen zu lassen, eine Push-Notification, musst du das an Firebase schicken, an diese Adresse mit diesem und jenem Kryptokrempel. Diese Nachricht nimmt mein Client, meine Web-App entgegen und sagt sie dem Server. Der Server speichert es in der Datenbank. Wenn der Server jetzt vor die Aufgabe gestellt wird, mir eine Push-Notification zukommen zu lassen, greift er für meinen Namen in seine Datenbank, findet raus, wo er was hinschicken muss, um es mir mitzuteilen, kann das dann machen, schickt also die Nachricht zum Beispiel an Google für mein Android-Telefon. Google kann dann mein Telefon aufwecken und das Telefon sagt sich dann, ich habe eine Push-Notification bekommen, aber dein Browser ist zwar offen, aber der Tab für die App jetzt gar nicht mehr. Ist aber kein Problem, denn wir haben ja den Service Worker. Die Push Notification geht also an den Service Worker, der kann eine Notification anzeigen oder irgendwelche Logik auslösen, sodass ich dann mitkriege, dass für meine Web-App mir eine Push Notification zugestellt wurde. Und der einzige Extraschritt ist, dass bevor wir das machen können, der Client erstmal selber rausfinden muss, wo müssen denn Nachrichten hingeschickt werden, damit ich sie empfangen kann. Das macht also diese extra schwarze Box in der Mitte. Macht's minimal komplizierter, aber eigentlich ist der Ablauf ganz logisch. Es sind da nur viele Pfeile, aber mei, das kriegen wir schon hin. Also, lasst uns mal eben Push-Notifications implementieren. Der Plan ist also der, dass unsere Web-App den Push-Endpoint, sprich, wo müssen Push-Notifications hingeschickt werden, vom Browser abfragt, das zum Server schickt. Der Server kann diese Informationen dann nutzen, wenn es neue Wechselkurse gibt, um mir dann diese Nachricht zukommen zu lassen, über den Umweg eben dieses Endpoints. Das geht dann an den Browser. Der Browser denkt sich, mei, der Tab ist zu, aber kein Problem, ich sag's dem Service Worker, denn der ist immer da und der kann dann die Notification anzeigen. So funktioniert's. Auf geht's, bauen wir das mal. Das ist mein Server, das ist aber nur Pseudocode, guckt da nicht zu lange drauf, warum guckt ihr da alle drauf, hallo hier. Das ist nur Pseudocode, der halt eben grob zeigt, es gibt hier zwei Prozesse, die laufen, nämlich einmal diese Route, Push Register, wo ich meinen Endpoint und Konsorten hinschicke und es gibt diesen Watch-Prozess, wo diese Rates.json überwacht wird und sobald sich da die Wechselkurse ändern, wird halt eben mit dieser Web-Push-Library eine Push-Notification hingeschickt an den jeweiligen Endpunkt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das hier zu designen. Ich könnte ja mit diesem Push die Wechselkurse selber mitschicken oder ich könnte, was ich hier mache, nur ein Signal hinschicken. Alles, was ich hier verschicke, ist, dass es halt eben New Rates gibt. Und das ist einfach eine Designfrage, schicke ich die Daten gleich mit oder schicke ich dem Browser einfach nur zu, dass es Daten gibt, damit er die sich dann per Request selber holen kann. Ich habe mir in dem Fall gedacht, ich habe mir ja schon was gebaut, was Rates abfragt, nämlich ich habe ja meine Refresh-Logik gebaut, also mache ich einfach nur ein Signal per Push-Notification und der Browser kann sich dann selbst die Daten holen. Alles easy. Gut, das ist der Server, der ist egal. Es gibt diese Funktion Post-Subscription-Info, die den Endpoint und diversen Kryptokrams an den Server postet, aber die Implementierung von dieser Funktion ist völlig egal. Das ruft halt nur diese Push-Register-Route auf dem Server auf.
Spannender ist diese Funktion, womit ich dem Browser frage, sag mal, wo muss ich jetzt eigentlich Push-Notifications hinschicken? Normalerweise habe ich schon eine Subscription, wenn ich schon mal jemals hier mit dieser App Push-Notifications gemacht habe. Falls nicht, falls es keine bestehende Registration gibt, muss ich eine neue holen. Das mache ich mit diesem Push-Manager Subscribe. Hier kann ich jetzt diverse Optionen angeben und das sind ganz besondere Optionen. Die sind nämlich nicht optional und ihr habt auch exakt keine Auswahlmöglichkeiten. Ihr müsst aber hier in Subscribe reingeben ein Objekt, in dem ihr konfigurieren könnt, diese Option, User Visible Only. Da könnt ihr einen Boolean reinstecken, das ist ein ganz spezieller Boolean, nämlich einer, der nur True akzeptiert. Versucht ihr diese Option auszulassen oder versucht ihr da False reinzustecken, gibt es keine Push-Notifications. Warum? Ich habe ja gerade schon euch gesagt, dass der Service Worker gar nicht so creepy ist, weil er nur auf Events reagiert. Bei Push-Notifications ist es ein bisschen anders. Bei Push-Notifications ist es ja wirklich so, dass ich über meinen Server den Service Worker aufwecken kann und ihn Logik abfeuern lassen kann. Und das wäre schon ein bisschen gruselig, wenn ich das zum Beispiel nutzen würde, um euch zu tracken. Deswegen gibt es bei Push-Notifications im Browser die Einschränkung, dass es keinen Silent Push gibt. Sprich, jede Push-Notification, die der Browser empfängt, muss mit einer für den Nutzer sichtbaren Notification quittiert werden, dass jeder weiß, wann eine Push-Notification für ihn eingeht. Und ich muss in meinem Code auch den Nachweis erbringen, dass ich das tue. Wenn ich das nicht mache, dann schickt der Browser an den Nutzer eine Warnung und sagt so, hey, du empfängst hier gerade Silent Pushes von diesen creepy Dings, lösch mal eben all deine privaten Daten. Ihr wollt nicht, dass für eure Webseite diese creepy Sachen angezeigt werden, deswegen macht ihr es wie ein guter Bürger. Wenn ihr eine Push-Notification an jemanden schickt, hat das auch eine sichtbare Konsequenz, also eine Notification. Und wie gesagt, wir müssen in unserem Code nachher den Nachweis erbringen. Und diese Optionen hier in Anführungszeichen sind eigentlich nur der heilige Schwur, dass der Browser uns unsere Intentionen abnimmt, dass wir garantiert kein creepy Tracking machen wollen, sondern dass wir nur vernünftige Push-Notifications machen wollen. Wir müssen das da hinschreiben, ist halt eben so vergestet. So, wir posten also unsere Subscription-Daten, sprich den Endpoint und Kryptokrams an den Server, damit der uns Push-Notifications zukommen lassen kann. Und wenn unser Service Worker registriert wird, starten wir auch diese Funktion, damit wir diese Push-Informationen kriegen und sie zum Server posten. Super. Wie empfangen wir jetzt Push-Notifications? Das geht mit dem Push-Event im Service Worker. Ne, ihr kennt das schon, Push, und dann gibt es hier natürlich wieder einen Wait-Until und eine Handle-Push-Funktion. Das ist das Gleiche, wie wir es immer gesagt, schon gesehen haben, ist immer das Gleiche. Aber in Handle-Push, da müssen wir jetzt wirklich mit den Push-Daten umgehen. Wie ich das schon erwähnt habe, ist ja das, was ich an Daten gepusht habe, in meinem Fall nicht wirklich dieser neue Wechselkurs, sondern nur die Information, es gibt was Neues. Ich parse jetzt diese Push-Notification als JSON und sollte die Information, die da enthalten ist, lauten, es gibt neue Wechselkurse, dann gehe ich hin und zeige eine Notification an. Das geht mit dieser Funktion self.registration.showNotification. Da kann ich also eine Notification anzeigen mit Text, mit Bild, mit Icon, das kann ich da alles reinkonfigurieren. Ich habe es mal rausgestrichen, weil auf den Slides ist nur so und so viel Platz. Diese Notification, die jetzt hier angezeigt wird, die, klar, macht einen sichtbaren Effekt. Ich kriege eine sichtbare Notification, aber es gibt hier auch ein Objekt, das mir zurückgegeben wird. Das Notification-Objekt, das speichere ich jetzt mal kurz in der Variable n. Warum, erkläre ich gleich. Wenn ich also jetzt hier diese Notification angezeigt habe und ich weiß, es gibt neue Wechselkurse, dann rufe ich ja meine schon geschriebene Funktion handleRefresh auf, die einfach nur einen Request macht zum Server, sich dort die neuen Wechselkurse holt und die dann auch in den Cache ablegt. Ihr erinnert euch, das haben wir ja alles schon gebaut. Jetzt haben wir also die neuen Wechselkurse empfangen und unseren Cache geupdatet. Das einzige Problem ist, der Nutzer sitzt jetzt noch vor einem Interface, das geladen wurde und das neue Rates, das Rates bekommen hat, die nicht diesen aktuellen entsprechen. Wir müssen also noch der Webseite mitteilen, dass jetzt tatsächlich im Hintergrund neue Wechselkurse aufgeschlagen sind. Wie machen wir das? Wir gehen hin und lassen uns eine Liste von allen Clients geben. Clients sind vom Service Worker kontrollierte Instanzen unserer App. Über die iterieren wir drüber und jedem Client schicken wir mit Post-Message einfach die neuen Wechselkurse zu, damit die das alle mitkriegen. Da müssen wir gleich noch ein bisschen UI-Code schreiben, der einzige UI-Code, den ihr heute von mir sehen werdet, der dafür sorgt, dass das UI diese Informationen dann auch annimmt und sich entsprechend updatet. Zu guter Letzt returne ich hier n. Warum mache ich das? Ich returne hier n, dieses Notification-Objekt, um dem Browser zu beweisen, dass ich eine Notification angezeigt habe. Ihr erinnert euch, der legt ja darauf Wert, dass es keinen Silent Push gibt und hiermit kann ich beweisen, dass ich eine Notification konstruiert und auch angezeigt habe, die vom Nutzer gesehen wurde, sodass der Browser weiß, ich muss also jetzt meine Standardwarnung nicht ausgeben. Damit haben wir also unser Versprechen, das wir eingangs mit diesem heiligen Schwur User Visible Only abgegeben haben, auch tatsächlich erfüllt. So.
Das letzte ist jetzt noch, der Client muss diese Messages empfangen können und sein UI updaten. Das machen wir hier. In der Script.js, die also wirklich in unserem UI-Code drin ist, sagen wir, wenn uns der Service Worker eine Message zukommen lässt, dann bauen wir dafür einen Händler. Der Händler nimmt die Daten entgegen und updatet das UI. Und diese eine Zeile hier, Apply Changes, Calculate Rates und so, ist der einzige UI-Code. Das wäre halt eben da, wo ihr mal wirklich euer Angular, React oder was immer ihr benutzt, bemühen müsstet, um auch wirklich mal das UI zu updaten. Aber das ist das Einzige. Alles, was ich bisher erzählt habe, hat ja nichts mit der App an sich zu tun, sondern ist bloß ein reines Add-on. Also wirklich egal, was ihr macht, ob es jetzt eine komplizierte App ist oder ob das einfach nur eine CMS-Webseite ist, ihr könnt einen Service Worker dran kloppen und damit irgendwas Schönes erreichen. So, damit sind wir fertig. Das war jetzt natürlich der Ultraschweinsgalopp, aber wenn ihr euch mal anschaut, was wir jetzt da gerade konstruiert haben, das ist halt eben inhärent nicht einfach. Ne? Wir haben also unseren Server, wir haben unseren Client und wir haben die Cloud und wir haben den Service Worker und wir haben unsere eigentlichen Tabs und wir müssen den ganzen Zirkus irgendwie synchronisieren. Die APIs sind alle, wie wir gesehen haben, nicht so das Problem, aber das halt so zu orchestrieren, dass es wirklich macht, was ihr wollt, das ist halt so ein bisschen die Kunst an der Sache und das macht es halt eben auch spannend. So. Wenn wir das also jetzt erreicht haben, dann wird es jetzt Zeit für die Live-Demo, oder? Okay, dann versuchen wir das mal. Das klappt mal. Mal schauen, wie das funktioniert. So, erstmal, meine Live-Demo-App, die gibt es auf GitHub. Die könnt ihr euch dann im Detail angucken, für den Fall, dass das jetzt gerade ein bisschen flott war. Da könnt ihr euch gerne auch durch die Commit-History durchwühlen, um meine ganzen Irrwege mal zu sehen. Denn wie gesagt, so ein System auszutarieren, selbst für so eine simple App, das ist nicht ganz so trivial. So. Dann gehen wir mal hier hin. Ich habe hier meine App am Start und jetzt mache ich mal hier SH und dann war das Run Server SH. Warum mache ich das über dieses komische Bash-Script? Naja, ich muss ja Push-Notifications machen. Ich muss also den ganzen Push-Endpoints, also Firebase und Apple und Konsorten, irgendwie mitteilen, hey, ich bin ein registrierter Developer, hier ist mein Passwort. Das wollt ihr euch jetzt nicht verraten, deswegen mache ich das so. Ich habe jetzt also meine App an den Start gebracht, auf Localhost 3000 läuft sie. Dann gehen wir da mal hin. Localhost Port 3000. Siehe da, mein Währungsrechner ist am Start und ich kriege auch hier eine kleine Notification angezeigt, die mir einfach nur sagt, es gibt jetzt Offline-Betrieb. Okay, alles wunderbar. Dann kann ich jetzt hier das Ding benutzen, um mir ausrechnen zu lassen, wie viel das britische Pfund noch wert ist. Alles super. Ich kann es auch dem Startbildschirm hinzufügen. Normalerweise würde dieser Dialog, wie gesagt, vom Browser bereitgestellt werden, sobald ich mit der App hier interagiere. Was ich natürlich auch machen kann, ist als Nutzer diesen Hinzufügeprozess manuell machen. Das wäre jetzt in Chrome, dass ich hier hingehe und sage, auf dem Desktop installieren. Icon, Beschreibung, das kommt alles aus dem Manifest, sage ich okay. Und jetzt seht ihr schon, ich habe jetzt eine Instanz dieser App, Standalone, ohne Chrome UI und habe auch das entsprechende Starter-Icon auf meinem Desktop. Mal eben kurz hier zumachen, dass ihr seht, hoppala, jetzt habe ich das natürlich zugemacht, nicht so schlau, egal. Da seht ihr, Starter-Icon ist am Start. So, da muss ich jetzt mal kurz wieder das korrigieren, was ich gerade versehentlich zugemacht habe. Das tut mir leid, Sekunde. So. Aber wisst ihr was, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich gerade versehentlich den Server zugemacht habe für diese App, weil jetzt kann ich ja beweisen, dass er offline läuft, ne? Okay, wunderbar, machen wir das doch so, gehen wir wieder auf Localhost 3000. So, läuft offline, wunderbar, alles wie es soll. Ich könnte auch wieder das Starter-Icon starten, gut, haben wir jetzt nicht gemacht, ist egal. Letzter Punkt, den ich demonstrieren möchte, nachdem wir jetzt gesehen haben, Desktop hinzufügen geht, Offline-Betrieb anscheinend auch, machen wir nochmal eben kurz die Push-Notifications. Zu diesem Zwecke mache ich mal kurz den Server hier wieder an. Hier, Server läuft und ich mache mal kurz den hier und ich mache mal kurz den hier. Jetzt lade ich mal hier neu. Da sehen wir jetzt das. Na, wieso funktioniert das nun? Ja, das ist nicht, was ich erwartet habe. Live-Demos, ihr kennt das ja. Ah, ich weiß warum. Du läufst noch. Dich wollte ich noch zumachen. So, dich auch. Und vielleicht läuft das ja jetzt. Nee. Okay, das ist komisch. Normalerweise müsste der jetzt, im Server müsste jetzt hier ein bisschen Konsolen-Output kommen. Also beim User-Group-Treffen vor 3 Tagen hat es auch noch funktioniert. Weiß jetzt nicht, warum nicht. Das jetzt auflistet, hier und da sind jetzt unsere Push-Endpoints angekommen, dass wir jetzt in der Lage sind, Push-Notifications zu empfangen. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, warum das nicht geht. Das ist aber ein bisschen enttäuschend. Nehmen wir das mal kurz zum Anlass, kurz über die DevTools zu reden. Die sind nämlich da für Service Worker, alles ganz toll. Besonders schön ist der Clear Storage Button hier. Das ist so der große Reset. Hauen wir da mal einmal drauf, löschen alles und versuchen es nochmal neu. Laden wir jetzt wieder vom Server. Okay, ready for offline use, alles klar. Trotzdem kommt mein Output nicht. Also wirklich ein bisschen enttäuschend. Gestern ging das noch alles.
Tja, schade. Sonst hätte ich nämlich jetzt noch den Witz gebracht, dass wir ja mal hier mal die Währungskurse updaten können. Da hätte ich irgendwie so einen Brexit-Witz gemacht, indem ich hier das Pfund manipuliere. Der entgeht euch jetzt leider, weil das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil wir jetzt nicht hier sehen, dass die Wechselkurse, ja, New Rates detected, ja. Aber es gab halt eben keine Notification. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Das ist die Live-Demo. Ja, hat ja super funktioniert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Ah, das passiert. Immerhin habe ich mich nicht vor versammelter Mannschaft auf die Nase gelegt. Das ist auch schon passiert. Alles halb so wild. So, machen wir mal kurz die Präsentation wieder an. So. Okay, hoping this works. Ich habe dieses Bild nicht umsonst da. Komisch. Egal, tun wir mal so, als wäre das nicht passiert. Dann hätten wir jetzt eine Währungsrechner-App gebaut, die tatsächlich diese Add-to-Homescreen-Funktion hat. Okay, das hat funktioniert, Offline-Betrieb auch. Und das mit den Push-Notifications hat sich irgendwie über Nacht kaputt gemacht. Macht nichts. Ihr könnt trotzdem gerne das Ganze auf GitHub euch mal anschauen und mal zu Hause bei euch ausprobieren, um dann nachzuvollziehen, dass es wirklich an mir lag und nicht an der Technik. Insofern ist das alles ganz gut. Die Frage, die jetzt noch fehlt, ist, wo funktioniert das denn? Naja, in allen guten Browsern, ne? Das Problem ist halt so ein bisschen das, was Apple da macht. Die haben jetzt zwar neuerdings Support für diverse Dinge da drin. Dieser Support ist aber so ein bisschen so typisch für das neuere Apple. Also streng genommen ist das Feature da, aber so richtig gut ist es nicht. Das Ding ist aber, das muss euch nicht so wahnsinnig groß stören. Denn diese ganzen Features, die wir jetzt gesehen haben, kann man an eine vorhandene Web-App ohne Probleme dranbauen und muss die dafür nicht umstricken. Das geht für alles von der langweiligen PHP-Webseite bis irgendwie zu einer Fancy-App. Und eventuell könnt ihr euch dann damit zumindest in Zukunft die Android-App ersparen, weil sämtliche Android-Browser diese Features komplett supporten. Chrome am besten, Firefox und Edge sind auch ziemlich gut dabei. Sowas wie Samsung-Browser kann das auch, aber da war die Slide dann irgendwann zu Ende. Das sieht also wirklich für alles außer für Apple-Produkte gut aus und da muss man halt eben weiter iOS-Entwickler beschäftigen. Ist doch auch ganz gut. Ein paar letzte Tipps noch. Lasst euch von der Kompatibilitätstabelle nicht ins Boxhorn jagen und setzt diese Features gerne jetzt ein. Ist egal für was, also auch für irgendwelche Webseiten. Mein Blog zum Beispiel hat auch einen Service Worker, obwohl das Ding nichts weiter macht als Bilder und Fonts und sowas alles vorrätig halten. Wie der Browser-Cache, nur halt eben habe ich jetzt unter Kontrolle und es lädt ein bisschen flotter. Wappnet euch gegen Zombie-Webworker, also die Zombie-Apokalypse unter allen Umständen zu vermeiden. Zombie-Apokalypse meint in dem Fall, dass ihr eine Version eurer App ausrollt, die sie nicht mehr selbst updaten kann, weil ihr irgendwelchen Blödsinn gebaut habt, zum Beispiel, weil ihr die Service-Worker-Datei selber in den Offline-Cache getan habt. Das wäre natürlich doof, weil dann würde ja niemals mehr die App feststellen können, dass auf dem Server eine neuere Datei liegt. Was man dafür macht, ist, sich einen Kill-Switch einzubauen, so Selbstzerstörung wie bei Raumschiff Enterprise, wo ihr auf den Knopf drücken könnt und dadurch auslösen könnt, dass die Web-Apps sich dann selber zerstören gleichsam. Kann man machen, es sei denn, man macht es irgendwie falsch, aber dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Schreibt nicht alles selber. Es gibt ein schönes Tool namens Workbox, das bietet euch so Tools an wie Runtime-Funktionen, zum Beispiel einen Router, den ihr in eurem Service Worker Code verwenden könnt und das Ding kann euch auch mit einer CLI automatisch Service Worker Code generieren. Im Falle von zum Beispiel meinem Blog sage ich einfach, da ist mein Ordner mit den Assets, mit den Bildern und den Schriften, generiere mir einen Service Worker, dann generiert er mir einen Service Worker und ich schreibe keine einzige Zeile JavaScript selber. Das kann ich auch sehr empfehlen. Und zu guter Letzt, Googles Auditing Tool Lighthouse kann eurer App auch Punkte vergeben dafür, dass es eine gute Progressive Web App ist. Das kann euch also sagen, ob ihr alles richtig macht. Bei weiteren Fragen kommt zu mir und fragt mich Sachen, schreibt mir E-Mails oder fangt mich sonst ab, während ich hier auf dieser Konferenz herumlaufe. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, hoffe, die geplatzte Live-Demo war jetzt nicht für euch so enttäuschend, wie sie für mich war. Normalerweise funktioniert es. Mit diesen berühmten letzten Worten wünsche ich euch noch eine schöne Restkonferenz. Applaus